Hallo, liebe Damen und Herren da draußen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Willkommen zum nächsten Pressbriefing vom Science Media Center. Diese Woche dreht sich ja alles um den Impfstoff AZD1222 vom Hersteller AstraZeneca. Und heute ist sozusagen der Kulminationspunkt, wenn man so möchte. Denn das zuständige Expertengremium CHIMP der Europäischen Arzneimittelagentur EMA hat sich soeben für eine Zulassung des Impfstoffs in allen Altersgruppen über 18 Jahren ausgesprochen. Auch wenn die Daten in den Altersgruppen über 55 Jahren noch nicht ausreichten, um eine definitive Aussage über den Grad der Wirksamkeit zu treffen. Die Experten gehen aber aufgrund der Daten zur Immunantwort der älteren Altersgruppen und Erfahrungen mit anderen Impfstoffen davon aus, dass der Vektorimpfstoff auf jeden Fall wirksam ist. Zusammen mit den Sicherheitsdaten spreche das eben dafür, eine Anwendung in allen Altersgruppen über 18 Jahren zu empfehlen. Die STIKO, die Ständige Impfkommission, die beim Robert-Koch-Institut angesiedelt ist, hat auf der Grundlage dieser Entscheidung ihre Impfempfehlung aktualisiert für Covid-19. Der Impfstoff von AstraZeneca wird darin aufgrund der derzeit verfügbaren Daten nur für Personen im Alter von 18 bis 64 Jahren empfohlen. Zur Beurteilung dieser Impfeffektivität ab 65 Jahren liegen laut STIKO bisher keine ausreichenden Daten vor. Abgesehen von dieser Einschränkung wird dieser Impfstoff aber ebenfalls als geeignet zum Individualschutz und zur Bekämpfung der Pandemie angesehen. Ich heiße herzlich willkommen zwei Experten, mit denen wir heute dieses sehr, sehr aktuelle Thema besprechen wollen. Und Sie können da draußen wie immer Ihre Fragen in den Chat posten. Meine Kollegen sehen die dort und reichen sie eben hier an mich weiter. Bitte mit der Funktion an alle Teilnehmer, damit die das eben auch sehen und es nicht nur an mich geht, denn ich sehe die Fragen nicht im Chat. Und ich bitte auch die beiden Experten gleich einfach auf meine Fragen zu achten und nicht in den Chat zu schauen. Wir hatten jetzt nicht so viel Vorbereitungszeit hier, deswegen sage ich das nochmal an dieser Stelle. So, zuerst möchte ich vielleicht Professor Dr. Thomas Mertens vorstellen. Er ist ehemaliger ärztlicher Direktor des Instituts für Virologie am Uniklinikum Ulm und Vorsitzender der STIKO, die eben gerade die Empfehlung herausgegeben hat. Herr Mertens, Sie haben, glaube ich, ziemlich arbeitsreiche Tage hinter sich. Können Sie mal kurz erläutern, wie die STIKO zu dieser Empfehlung, wie sie jetzt gerade eben online gegangen ist, gekommen ist und kurz erklären, warum sie von der EMA-Zulassung abweicht? Ja, guten Abend. Also wir sind vorgegangen, wir hatten ja vorliegen die Daten aus dem Clinical Study Report und haben diese Daten zur Grundlage unserer Empfehlung gemacht und auch unsere Prüfung gemacht. Wir haben die Daten sehr eingehend geprüft. Wir haben auch sozusagen mit unserem üblichen Verfahren die Qualität der Daten bewertet. Und ich weiß und wir haben auch gehört, dass letztendlich jetzt noch Daten bis zu einem gewissen Grade der EMA nachgeschoben worden sind. Offenbar handelt es sich primär dabei um eine Post-hoc-Analyse der Daten, wo eben ein zweites Altersstratum nochmal betrachtet worden ist. Deshalb kommt diese Angabe zu den 55 Jahren ins Spiel. Und dann gibt es noch, aber die liegen uns nicht vor und auch der WHO nicht vor, tatsächlich offenbar noch etwas erweiterte Daten über die Personengruppe der über 55 beziehungsweise über 65-Jährigen. Zusammengefasst muss man sagen, dass die Daten aus unserer Sicht und ja auch letztendlich aus Sicht anderer in der Gruppe der älteren Menschen, also jetzt der über 65-Jährigen, nicht ausreichend sind, um wirklich etwas über die Wirksamkeit aussagen zu können. Das ist kein negatives Votum zu dem Impfstoff, wie Sie ja auch vorgelesen haben, sondern das besagt nur, dass aktuell die Datenlage für diese Altersgruppe zu schwach ist, um auf der Basis eine Empfehlung auszusprechen. Das ist die Situation. Und wir sind uns durchaus der Tatsache bewusst, dass das ein sehr im Fluss befindliche Evidenz sein wird in den nächsten Wochen. Und wir hoffen ja auch, dass weitere Studiendaten noch hinzukommen. Denn es laufen ja bekanntermaßen noch Studien mit diesem Impfstoff, sodass es auch Daten zu erwarten sind. Und dann ist es auch durchaus möglich, dass die STIKO letztendlich die Empfehlung ändert. Das ist also gar kein großer letztlicher Sinn der Sache. Auch wir machen ja, wenn Sie so wollen, eine rollende Empfehlung, wo wir immer versuchen, das, was
neu ist, auch einzubauen. Welche Daten konkret fehlen da denn? Vielleicht können Sie da noch ein bisschen konkreter werden. Was brauchen Sie dazu und wie schnell würden Sie das dann korrigieren, Ihre Empfehlung? Also wir brauchen Wirksamkeitsdaten vor Schutz. Sie haben ja schon eingangs auch gesagt, und das ist richtig, es gibt immunologische Daten, also wir bezeichnen das als Surrogatmarker, die ja durchaus wichtig sind, aber eben keine Entscheidungsgrundlage sind. Wir brauchen Daten zum Schutz vor Erkrankung in dieser Altersgruppe. Mhm. Und diese Daten müssen wir zur Grundlage einer auch Überarbeitung der Empfehlung machen. Und wie kann die EMA da dann zu einem anderen Urteil kommen? Auch die EMA ist nicht wirklich zu einem anderen Urteil gekommen. Sie hat sozusagen nur keine feste Altersgrenze eingezogen, aber sie hat ja eine Warnung eingefügt, wo sie ja selber sagt, dass die Daten in dem Fall über 55, das hängt wie gesagt mit der Post-Hoc-Analyse zusammen, schwach sind und nicht ausreichend sind. Und das ist aber ein Verfahren, das die STIKO nicht anwenden kann. Wir können keine Empfehlung geben und gleichzeitig eine Warnung aussprechen. Also das kommt sozusagen, das gibt es in unserem Katalog der Möglichkeiten nicht, auch sinnvollerweise nicht. Ich meine, das ist ja letztendlich, wenn Sie mich fragen, bin ich auch über das Vorgehen der EMA an diesen Punkten nicht wirklich sehr glücklich. Aber gut, die haben das so entschieden. Das ist ein Gremium, was seine Arbeitsregeln hat, und insofern ist das auch zu akzeptieren. Wir sind ja völlig separat. Das vielleicht sollte man an der Stelle nochmal betonen, weil das immer durcheinander geht. Die EMA oder das PAI, je nachdem, macht eine Zulassung. Wir sind für die Empfehlung zuständig und die Länder, üblicherweise in diesem Fall eben auch der Bund, sind für die Umsetzung der Empfehlung zuständig, und das geschieht im Augenblick zumindest durch den Bundesgesundheitsministerium durch eine sogenannte Rechtsverordnung. Und diese drei Dinge muss man halt streng getrennt betrachten. Mhm. Eine Frage vielleicht noch, bevor ich den zweiten im Bunde vorstelle. Gibt es sonst noch wichtige Änderungen in dem Dokument gegenüber diesem Entwurf, der jetzt schon so ein bisschen in der Presse zirkulierte? Denn so viel Zeit bestand jetzt nicht, das eingehend zu studieren. Ja, also es gibt noch ein paar kleinere Änderungen. Eine wichtige Änderung, glaube ich, für die Menschen bezieht sich auf die sogenannte Öffnungsklausel. Diese Öffnungsklausel ist noch etwas präzisiert bzw. erweitert worden. Und sie gibt jetzt die Möglichkeit, eben nicht nur die zunächst definierten seltenen Erkrankungen, sondern auch andere Krankheitszustände und auch besondere berufliche Indikationen und besondere Lebensumstände mit einzubeziehen. Das ist sozusagen, gibt die Möglichkeit für auch, ich sag's mal, Berufe, für die es keinerlei statistische Daten gibt über ein tatsächliches Erkrankungs- oder auch Infektionsrisiko, aber die sozusagen in Analogie ein plausibles Risiko haben oder dann diese dort nach Begutachtung durch die lokal verantwortlichen Stellen zu priorisieren entsprechend. Wobei Sie natürlich zu Recht fragen können, wer die lokal verantwortlichen Stellen sind. Das wird man noch erklären. Aber das, wie Sie wissen, bei uns in Deutschland Ländersache in diesem Punkt. Mhm. Vielen Dank für den Moment. Ich würde gerne den zweiten im Bunde vorstellen, und zwar ist das Professor Dr. Clemens Wendner. Er ist Chefarzt für Infektiologie und Tropenmedizin sowie Leiter der dortigen Spezialeinheit für hochansteckende lebensbedrohliche Infektionen am München in Klinik Schwabing. Herr Wendner, wie schauen Sie denn auf die Daten, die zum Impfstoff von AstraZeneca nun vorliegen, und wie schätzen Sie die beiden heute ergangenen Empfehlungen zu seiner Anwendung ein? Ja, ich denke, es ist ein guter Tag auch für die Vaccinierung unserer Bevölkerung. Wir haben letztendlich jetzt einen dritten Impfstoff, der zugelassen ist. Das heißt, wir können prinzipiell zwischen drei Impfstoffen auswählen. Jetzt mal die ganze Diskussion bezüglich der Verfügbarkeit und Logistik außen vor. Das heißt, das Ziel, was wir ja alle haben, ist, dass wir doch in relativ kurzer Zeit möglichst viele Bundesbürger auch impfen. Dem Ziel sind wir sozusagen
doch diese Zulassung wieder ein Stück näher gekommen. Das natürlich auch vor dem Hintergrund der Mutationen, dass auch hier nochmal ein erhöhter zeitlicher Druck besteht. Man muss fairerweise sagen, es gibt keine Daten bisher bezüglich des AstraZeneca-Impfstoffes, bezüglich der Mutanten. Es gibt sehr vorläufige Daten bezüglich der beiden mRNA-Impfstoffe, dass hier eine gewisse Protektion auch möglich ist. Aber trotzdem würden wir hiermit natürlich mehr Menschen in Deutschland ein Therapieangebot jetzt machen können mit diesem Impfstoff. Also von daher begrüße ich das. Ich denke, die Diskussion bezüglich der Altersgruppen, da bin ich bei Herrn Professor Mertens, die STIKO ist natürlich auch in Deutschland doch eine sehr, sehr starke Empfehlung, auch wenn wir das auf Länderebene immer noch mal diskutieren werden. Wir werden nächste Woche im Rahmen des runden Tisches Corona auch mit der bayerischen Staatsregierung natürlich dazu diskutieren. Aber ich glaube, die STIKO hat hier doch ein erhebliches Gewicht in der Meinungsbildung. Und also von daher, ich sehe das jetzt nicht zu einschränkend. Das ist einfach für mich eine weitere Öffnung, was die Verfügbarkeit von Impfstoffen angeht. Wie würden Sie das denn jetzt am besten kommunizieren nach draußen? Also haben Sie da Ideen dazu? Weil es ist ja schon sehr verwirrend, wenn man das jetzt so sieht. Die EMA sagt das, die STIKO sagt das. Vorher zirkulierte schon ein Entwurf, da wurde viel drüber geschrieben. Ja. Wie sollte man es am besten kommunizieren? Das ist ja zum Teil auch von der STIKO selbst schon so kommuniziert worden. Die STIKO hat ja jetzt nicht gewarnt vor dem Einsatz bei den über 65-Jährigen, sondern die STIKO sagt ganz sachlich, es gibt einfach keine verfügbaren Daten bis dato, das ist so. Das hat die EMA, wenn man die Presseerklärung mitverfolgt hatte, gerade die Pressekonferenz ja auch zugegeben. Es sind Analogieschlüsse gezogen worden innerhalb der Studie. Herr Wender, jetzt höre ich Sie gerade nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht. Ich kann Sie auch nicht hören. Probieren Sie nochmal zu sprechen. Sonst, nee, geht nicht. Laden Sie einmal oben vielleicht neu, vielleicht einmal den Link nochmal anklicken und dann nochmal neu laden. Dann kommen Sie einmal neu rein, aber vielleicht machen wir das einmal kurz. Kein Problem, kriegen wir hin. Herr Mertens, vielleicht kann ich an Sie kurz die Frage stellen. Und zwar, warum haben Sie denn jetzt in der STIKO die Grenze bei 65 gesetzt, wobei ja die EMA sagt, 55, also ab 55 ist die Datengrundlage nicht gut genug. Wie kommt das zustande? Das ist relativ einfach erklärt. Wir sind ausgegangen von der von dem Clinical Study Report, ja, und dem Clinical Study Report, der uns vorlag und der ja auch tatsächlich das Einzige ist, was uns richtig formal zugesandt worden ist. Und diesem Clinical Study Report wurde ja auch von den Herstellern selber, der CAT, und der ist immer gewählt worden, dem Clinical Study Report, von 64 Jahren, also, beziehungsweise von Ende 64 bis zum 65. Lebensjahr. Das ist also gar keine... eigentlich nichts Besonderes von Seiten der STIKO. Wir haben das so genutzt, wie das angegeben war im Clinical Study Report. Dann später ist offensichtlich, das ist aber auch nur eine Vermutung, eine Post-Hoc-Analyse noch durchgeführt worden, die dann sozusagen nachgeschoben worden ist. Und die betraf die 55 Jahre. Es gab nur eine ganze Menge von Argumenten, unter diesen Bedingungen bei den 65 Jahren zu bleiben. Denn es ist ja ganz sicher so, dass diese Altersstratifizierung auch einen gewissen Sinn macht. Und zwar, man kann nicht davon ausgehen, dass die Immunologie zwischen den 55 und den 65-Jährigen sehr unterschiedlich ist. Bei den Älteren ist das was anderes. Das sieht man ja auch letztendlich an den immunologischen Daten. Und die Altersgrenze von 65 macht es ja auch viel leichter im Umgang mit den Betroffenen. Dann stellen Sie sich mal praktisch vor, wenn Sie in einem Krankenhaus oder in einem Altenheim das Personal impfen wollten und dann kriegt die 54-jährige Schwester den einen Impfstoff und der 55-jährige Pfleger den anderen Impfstoff,
Oh, das macht keinen Sinn, funktionell und ab. Außerdem müsste sie dann sozusagen in das Krankenhaus dann für alle Impfaktionen zwei Impfstoffe liefern. Und man muss auch sagen, und das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, es besteht ja kein Zweifel im Hinblick auf die Sicherheit des Impfstoffes. Das ist auch vielleicht ein nicht zu vernachlässigender Punkt, den man mal klar herausstellen muss. Es geht ja weder um ein Qualitätsurteil zu dem Impfstoff noch um die Sicherheit des Impfstoffes, ja. Und es geht allenfalls um einen theoretisch möglichen minimalen Unterschied zwischen 55 und 65. Und den mussten wir aber gar nicht berücksichtigen, weil sozusagen diese Post-hoc-Analyse ja gar nicht offiziell für unsere Begutachtung eingereicht war und vorlag. Also ich glaube, im Grunde genommen ist es nicht so verwirrend, wie Sie sagen. Verwirrend ist diese vielleicht generelle Zulassung durch die EMA, die aber bei der EMA selber ja auch mit diesem Kommentar versehen ist letztendlich. Und ich meine, wir sind ja sozusagen dadurch aufgerufen, Klarheit für Deutschland zumindest zu schaffen in diesem Punkt. Und das haben wir jetzt gemacht. Und ich sage nochmal, das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Ich meine, wir sind absolut nicht nur willens, sondern wir sind ja begeistert, wenn es neue Daten gibt, die sozusagen eine Revision dieser Empfehlung wieder nötig machen. Und die Revision wird ja auch aus anderen Gründen, denken Sie an Johnson & Johnson sozusagen jetzt Ende Februar wahrscheinlich schon wieder nötig sein. Und dann sehen wir ja auch viel klarer. Also ich denke, es gibt eigentlich aus meiner Sicht keinen wirklichen Grund für eine große Aufregung, wenn man sich nicht sozusagen gerne aufregen will. Herr Wendler, wir waren gerade bei der Kommunikationsfrage stehen geblieben. Ich glaube, ich höre Ja. Sie jetzt wieder. Ja. Was sage ich denn den Leuten da draußen, die jetzt sagen, oh, ich will keinen Impfstoff zweiter Klasse als junger Mensch? Das habe ich schon gelesen. Also es ist ja so, dass wir jetzt die Chance haben, auch Personengruppen, die in einer niedrigen Priorisierungsgruppe bis dato sich wiederfinden würden, früher zu impfen. Das muss man mal ganz klar sagen. Also es gibt Personen meines Alters, die jetzt nicht gerade in der Infektiologie arbeiten, die haben eine Chance, im Sommer sich impfen zu lassen. Und ich sehe das erstmal als eine Riesenchance, dass man hier diese Person quasi vorziehen kann. Und wir haben ja strategisch, könnten wir jetzt ja sagen, die mRNA-Impfstoffe könnte man prioritär natürlich bei den Älteren verimpfen, weil dort haben wir Wirksamkeitsdaten. Die STIKO empfiehlt das ja auch hier bei den Älteren. Und den AstraZeneca-Impfstoff könnte man natürlich jetzt, wie gesagt, Prio 2, 3 auch jüngeren Personen anbieten, die vielleicht sonst sehr viel später zum Zuge kämen. Vielleicht ein anderes Brückenargument. Man muss es so sehen, wir wissen ja noch nicht, wann wir wieder impfen müssen. Vielleicht ist es ja eine saisonale Impfung. Und das heißt ja nicht, wenn einer jetzt AstraZeneca bekommt, dass er dann im Herbst oder im Winter, Ende des Jahres nicht auch, wenn wir genügend mRNA-Impfstoffe verfügbar haben, man sich nicht nur den Arzt aussuchen kann, sondern auch das Medikament, dann könnte der diejenige auch mit einem anderen Impfstoff wieder geimpft werden. Aber ich finde es einfach ein gutes Angebot, jetzt in der Zeit, wo wir tagtäglich auch über Mutationen, über die Gefährlichkeit von Mutationen etc. reden, wäre es doch eigentlich sinnvoll, dass wir ganz schnell impfen. Das heißt, die Zeitachse spielt hier eine erhebliche Rolle und da ist auch ein sehr gutes Angebot jetzt da. Ich möchte auch noch einen anderen Aspekt betonen. Wir haben ja mit dem AstraZeneca-Impfstoff einen, ich sag mal so, massentauglichen Impfstoff. Das ist ein Impfstoff, der eben auch von der Kühlkette und so weiter weniger komplex ist. Wir können das in den großen Impfzentren alles lösen, gar keine Frage, aber ich denke natürlich auch an die Kollegen in der Niederlassung, die jedes Jahr in der Grippeimpfung eigentlich einen wesentlichen Beitrag leisten. Das heißt, das ist jetzt ein Impfstoff, der auch über Hausärzte natürlich in die Breite verimpft werden kann. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt jetzt in dieser Pandemie. Ja, ich Vielen würde Dank. eigentlich zustimmen. Auch ich würde, wenngleich ich vielleicht ein bisschen einschränkend sagen muss, dass wir leider überhaupt keine Daten haben für die sequentielle Impfung jetzt mit den verschiedenen Impfstoffen. Aber von der Plausibilität her würde ich das auch so sehen. Ich will an der Stelle nochmal sagen, wir haben sonst in der STIKO die Priorisierung nicht verändert, mit gutem Grund.
Denn es sind ja auch die Menschen mit Vorerkrankungen, die jetzt geimpft werden wollen, zu Recht. Und insofern ist es richtig, aber man muss es nochmal betonen. Ich bin, die STIKO ist nicht dafür, dass man jetzt die ganze Priorisierung ändert oder auf den Kopf stellt und sozusagen nach Gutsherrenart, dass irgendeine besondere Gruppe jetzt impft, sondern man sollte sich im Prinzip an die Priorisierung halten. Aber es ist richtig, damit, dass damit einzelne Menschen in anderen Priorisierungsgruppen früher zu einer Impfung kommen können. Also von daher gibt es da überhaupt keinen Unterschied zwischen unseren Ansichten. Ich denke, man muss den Impfstoff jetzt nutzen. Und abgesehen davon, dass man ihn im Augenblick nicht in dieser Gruppe der ältesten Menschen oder älteren Menschen verwendet, ist eigentlich alles geht es weiter wie bisher. Und so steht es auch expressis verbis in der Empfehlung drin. Wer entscheidet denn jetzt aber, wer welchen Impfstoff bekommt? Weil, also das Alter ja, aber sind das in den Impfzentren die Menschen? Sind das die Länder selber in den Verordnungen? Wer entscheidet? Das ist hier die Frage. Ja, also ich kann diese Frage nicht beantworten, weil ich kann nur sagen, das ist wirklich Aufgabe der Länder, die ja nun in unserem föderalen System die Verantwortung dafür haben. Und das muss länderseits geregelt werden. Wobei es natürlich sehr begrüßenswert wäre, wenn es nicht Unterschiede zwischen den Regelungen in den Ländern gäbe. Aber letztendlich sind die Länder in ihrer Gesamtheit aufgerufen, das Problem zu lösen. Das ist richtig. Das wird auch, wenn ich das ergänzen darf, bin ich ganz bei Herrn Martens. Das wird auch bereits angepackt. Wie gesagt, am Montag wird in Bayern, in München, in der Landeshauptstadt, die Impfkommission des Freistaates tagen unter Vorsitz von Frau Breit-Kessler und Herrn Holitschek, dem Gesundheitsminister, und eben einem Gremium, welches vielfältig zusammengesetzt ist. Da sind sozusagen von Virologen, Epidemiologen, auch bis zu einem Pfarrer ist sozusagen das Gremium breit besetzt, und da wird ein Konsensus entwickelt, der dann eine Guidance auch zumindest auf Länderebene, wie das Herr Mertens dargestellt hat, auch fixieren wird und verschriftlichen wird. Nun war ja auch immer die Diskussion, inwiefern können Impfungen vielleicht auch die Übertragung von SARS-CoV-2 verhindern. Inwiefern lassen denn die Daten von AstraZeneca jetzt darauf Rückschlüsse zu? Weil sie war die ersten, meine ich, die erste klinische Studie, die auch den Endpunkt eben Weiterverbreitung, also Transmission, mit drin hatte. Wie sehen die Daten da auf der Ebene aus, Herr Mertens? Also zur Transmission sehen die Daten nicht viel besser aus als vorher, zur Reinfektion. Und das muss man wirklich auch für Sie als Journalisten dringend unterscheiden. Die AstraZeneca-Daten geben zugegebenermaßen Daten zu Reinfektionen, aber es ist nicht geprüft worden, wie die quantitative Virusausscheidung der Reinfizierten ist. Die Daten fehlen weiterhin. Nun ist es aufgrund allen dessen, was wir über Impfungen wissen, wirklich plausibel anzunehmen, dass ein effektiver Impfstoff im Hinblick auf Schutz letztendlich auch die Virusausscheidung reduzieren wird. Was wir eben nicht wissen, und das ist der Punkt derzeit, ist, ob die Ausscheidung durch die Menschen, die geimpft sind und sich dann infiziert haben, ob die dann epidemiologisch noch relevant ist. Und das ist der einzige Punkt, der noch geklärt werden muss. Also im Übrigen auch das, wenn ich das noch sagen darf, es besteht ja immer vielfach die Vorstellung, als sei das was ganz Besonderes, ja. Aber viele andere Impfstoffe, wie der Röteln-Virus-Impfstoff, machen ja auch keinen Schutz im Sinne von Reinfektionen. Also Dorothy Horstmann hat schon als ich noch ein junger Virologe war, nachgeschaut, dass Rekruten, die geimpft sind und erfolgreich geimpft sind, trotzdem von der Schleimhaut Virus ausscheiden. Verstehen Sie also mit anderen Worten, es ist nicht das, die normale Anforderung an einen Impfstoff, sozusagen den Menschen vor jeder Infektion zu schützen, sondern vor Erkrankung. Genau, also ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich glaube, die sterilisierende Immunität wird sehr hochgespielt in den Medien. Und wir haben diesen Endpunkt ja bei früheren Vakzinen auch nicht so in den Vordergrund gespielt, sondern es ist der Schutz des Individuums vor einer Erkrankung. Und da sind alle drei Impfstoffe, die jetzt zugelassen sind, sehr gut. Und da gibt es ja klare Grenzen, wo wir dieses Prädikat sehr gut auch verteilen. Und die sind klar
erreicht und sozusagen auch mit einem Puffer erreicht. Und von daher glaube ich, ist es insgesamt soll eine positive Botschaft auch ausgesendet werden. Herr Mertens, hier kommt noch mal eine Nachfrage zu gerade eben dem Punkt davor. Könnte eine Landesregierung jetzt selbst auch entscheiden, AstraZeneca bei Älteren einzusetzen? Also würde die Verordnung quasi die STIKO-Empfehlung schlagen, ist, glaube ich, so ein bisschen die Frage. Oh, die fragen Sie mich was, das ist ja eigentlich eine Frage für einen Juristen, aber ich sage Ihnen mal meine Meinung. Die STIKO-Empfehlung ist wie immer eine Empfehlung und die wird derzeit, ich kenne die Diskussion auf der politischen Ebene, umgesetzt durch die Rechtsverordnung. Da gibt es ja auch die ständige Frage, ob das nun ausgegeben ist oder ob es eigentlich ein entsprechendes Gesetz im Parlament erlassen werden müsste. Wie auch immer. Im Augenblick wird der Weg der Rechtsverordnung durch das BMG beschritten. Und ich glaube nicht, dass über diese Rechtsverordnung des BMG hinaus die Länder noch weitere Kompetenz haben, in der Ad-hoc-Entscheidung jetzt sozusagen davon abzuweichen. Aber Einschränkung, ich bin kein Jurist und deshalb hat diese Aussage den Vorbehalt, dass es nicht juristisch geprüft ist. Herr Wendler, Sie sind auch kein Jurist, aber haben Sie dazu noch Nein, ein Problem? ich würde dem nichts hinzufügen wollen. Da bin ich bei Herrn Mertens. Also, Okay. Was ja auch häufig diskutiert wird in den Medien, ist die Herdenimmunität. Was hat das denn jetzt für eine Folge, wenn jetzt zum Beispiel wir sagen, Astra ist ein Impfstoff für die Breite? Wenn jetzt dieser Impfstoff eben in der Breite eingesetzt wird, aber nur eine Wirksamkeit von 70% hat, ist dann eine Herdenimmunität überhaupt irgendwie zu erreichen? Moment. Soll ich antworten? Bitte. Ja, sicherlich. Eine Herdenimmunität ist im Prinzip zu erreichen. Allerdings ändern sich unter Umständen etwas die Zielvorgaben. Das muss man vielleicht so formulieren. Das gilt ja für alle möglichen Situationen. Herr Wendner hat ja schon von den Mutanten gesprochen. Die spielen natürlich, glaube ich, eine sehr viel größere Rolle bei der Frage der Herdenimmunität. Und auch die Impfstoffwirksamkeit spielt eine gewisse Rolle. Und eben das, was wir gerade vor allen Dingen besprochen haben, nämlich die Frage der Unterbrechung der Dynamik der Virusausscheidung durch die Impfung. Und da muss man sagen, ganz klar, dazu sind noch Fragen offen, die hoffentlich, ich hoffe mal, im März oder sowas erste Daten zu sehen, die das also beantworten können. Aber solange diese Daten nicht vorliegen, ist es letztlich nicht seriös möglich, ganz konkret, also konkretere Angaben zu der Frage der Herdenimmunität zu machen. Herr Wendler, noch ein Punkt dazu? Ja, absolut natürlich korrekt, was Professor Mertens sagt. Ich glaube, ich möchte nochmal betonen, dass auch die Geschwindigkeit der Impfung entscheidend ist zum Aufbau einer Herdenimmunität. Selbst wenn wir diese gewisse Imponderabilien haben, Unsicherheiten haben, die wissenschaftlich völlig korrekt angemerkt wurden von Herrn Mertens, ist es aus meiner Sicht einfach erstrebenswert, sehr schnell sehr viel Impfstoff unter die Leute zu bringen, um eben hier auch eine Herdenimmunität aufbauen zu können. Je früher das gelingt, desto besser sind wir geschützt und desto besser sind wir aller Voraussicht nach, das wissen wir natürlich noch nicht, streng evidenzbasiert, auch vor der Gefahr, was die neuen Mutationen angeht, geschützt. Und das ist deswegen ein zeitkritisches Moment auch hier. Herr Mertens nochmal. Ja, das stimmt vor allen Dingen auch deshalb, weil ja man sich immer wieder klar machen muss, dass es Mutanten nur gibt, wenn Virusvermehrung stattfindet. Das ist vielleicht natürlich Ihnen als Fachjournalisten klar, aber den Menschen nicht klar, das weiß ich. Mutanten gibt es immer normalerweise und die gibt es nur, wenn die Replikation stattfindet, also wenn die RNA repliziert wird. Und insofern ist das natürlich auch von der Seite her völlig richtig. Je weniger Virusreplikation wir in der Population haben, umso weniger, rechenbar weniger, treten Mutanten auf. Und wenn weniger Mutanten auftreten, dann ist das natürlich in mancher Hinsicht schon Vorteil. Aber, und das möchte ich auch noch mal hier sagen an der Stelle, die Mutanten sind ja sozusagen im Augenblick der Teufel persönlich. Aber wenn wir die Hoffnung haben, zum Beispiel, dass das Virus
attenuiert wird im Verlaufe, das heißt also die Menschen weniger krank macht, dann sind das auch Mutanten, die dann das machen können. Und wenn Sie mal an den schlichten Schluckimpfstoff denken, den die Jüngeren nicht mehr kennen, aber den ich zumindest sehr gut kenne und Herr Wendner auch sicher kennt, genau, dann ist das nichts anderes gewesen als eine apathogene Mutante und damit Variante des Poliovirus. Ja, also Mutanten können negative Auswirkungen haben, sie können aber auch positive Auswirkungen haben. Das muss man vielleicht in diesem Kontext, glaube ich, auch mal wegen der Redlichkeit erwähnen. Ich würde gerne noch mal eine Frage stellen zur generellen Datenlage. Die wurde ja jetzt eben viel diskutiert. Und zwar wurde vorher, als dieser Entwurf zirkulierte, ging es eben darum, dass circa 8% der Teilnehmer über 65 eingeschlossen waren in den Studien. Also dass 8% der Probanden in den Studien über 65 waren. Dann haben wir in unserem Briefing, schreibt hier auch jemand geschrieben, knapp 6%. Das fußte auf dem im Entwurf stehenden 5,9 und 5,6%. Herr Merz, Sie haben die Zahlen jetzt nicht ganz genau für die jeweiligen Gruppen, also Verum oder Kontrollgruppe. Und die EMA sprach jetzt irgendwie vorhin offenbar von 13% der Probanden sind über 65. Wie kommen diese verwirrenden, also vielleicht etwas verwirrenden Zahlen zustande? Wie viele ältere Personen sind denn jetzt nun eingeschlossen worden? Das hängt davon ab, welchen Datencut Sie verwenden. Es gibt einen sogenannten oder es gibt mehrere Datencuts. Das ist das Problem dieses sozusagen rollenden Systems, wo immer noch was nachgeschoben wird. Meiner Meinung nach muss es aber auch da natürlich eine klare Definition geben. Und wir haben uns eben auf diesen Datencut, der uns offiziell vorlag, bezogen. Und der war von, ich kann Ihnen jetzt das Datum nicht genau sagen, aber ich könnte es nachgucken, der war also von jetzt Anfang November, Anfang, ja, nee, Mitte November etwa. Und dann diese unterschiedlichen Angaben kommen sicher daher, dass immer wieder neue Daten sozusagen hinzugepackt werden, die dann mehr oder weniger offiziell, inoffiziell, teilweise sogar gerüchteweise aufkommen. Und das ist natürlich nicht gut. Aber wir definieren sozusagen unseren Datencut des Clinical Study Reports und dann wird man beim nächsten Mal sehen, was ist dann sozusagen wirklich an nachprüfbaren Daten zugekommen. Denn Sie müssen sich ja vorstellen und das vielleicht auch nochmal zu der Methodik sagen. Wir verlassen uns ja bei unserer Analyse nicht auf das, was andere ausgerechnet haben, sondern wir gehen ja sozusagen in die Originaldaten zurück und dann machen unsere Statistiker und Mathematiker sozusagen ihre eigenen Analysen. Und insofern ist es schon sehr wichtig, dass man sich darauf, dass man klar definiert, um welchen Datenpool, von welchem Datenpool reden wir eigentlich. Das fände ich noch spannend. Wo kriegen Sie die denn eigentlich her, die Daten? Und die EMA, nochmal zum Verständnis, hatte jetzt ja mehr Daten vorliegen für Ihre Entscheidung als Sie in der STIKO. Stimmt das? Ja. Ich kenne diese Dinge auch sozusagen jetzt, wenn man so will, halboffiziell. Ja. Und also wir kriegen die Daten in diesem Verfahren parallel zum PEI, Paul-Ehrlich-Institut, das ist letztendlich bekommt und dann letztendlich von der EMA. Bei uns ist noch aus juristischen Gründen das BMG, also das Bundesministerium für Gesundheit, zwischengeschaltet, aber zeitlich macht das keinen Verzug sozusagen. Wir kriegen letztendlich alle einen Link auf eine gesicherte Datenbank oder auf eine gesicherte, wie nennt man das, Cloud oder was auch immer. Und da können wir uns dann die entsprechenden Daten runterladen. Sie haben jetzt gerade gesagt, das BMG ist auch dazwischen geschaltet. Fasst sich vielleicht so ein bisschen an diese Frage an. Wie kam es denn dazu, dass dieser Entwurf jetzt eigentlich vorher schon zirkuliert? Ist ja eigentlich nicht so üblich, sage ich mal, ganz wohlwollend. Nein, das ist nicht üblich und es hat mich persönlich auch ziemlich geärgert, weil das überhaupt keinen Sinn macht, wie man sieht, denn es verursacht ja zweimalige, dreimaliges Rauschen, wenn ein Rauschen genügt hätte. Und es ist aber, ich kann Ihnen das nicht sagen, wieso oder warum das passiert ist, ja.
Aber es ist überhaupt nicht gut, zumal diese Daten auch ganz klar als vertraulich gekennzeichnet sind bis zur Veröffentlichung der Daten. Nun ist es natürlich klar, dass die Daten, wenn sie in das Stellungnahmeverfahren gehen und in viele Fachgesellschaften, alle Länder und so verteilt werden, dass es da mal ein Leck geben kann. Das ist zwar nicht erfreulich, aber noch nachvollziehbar. Leider Gottes ist es in diesem Fall sogar so, dass ich bereits in der Woche zuvor, also bevor das Stellungnahmeverfahren losging, von einzelnen Journalisten angesprochen worden sind, die ich zwar nicht, jetzt denen ich keinerlei Auskunft gegeben habe, aber die mir schon relativ Details aus der jetzt aktuellen STIKO-Empfehlung nennen konnten. Und das ist natürlich ganz schlecht, weil es, ich meine, bei allem Verständnis für das journalistische Arbeiten, glaube ich, dass es in diesem Fall wirklich keinen Sinn macht, so mit den Papieren umzugehen. Welche Auswirkungen könnte das denn haben, Herr Wendt? Also Sie haben ja die Debatte auch so ein bisschen mitverfolgt, wahrscheinlich auch als normaler Medien-User, sage ich mal. Gut, das ist natürlich schon mehr als eine Irritation. Es sind letztendlich kann das auch zum Vertrauensverlust führen. Im Spezifischen, was diesen Impfstoff angeht, ich glaube, er ist sehr viel besser als sein Ruf inzwischen, muss man fast schon sagen. Was ich natürlich nicht hoffe, dass das sozusagen der Nährboden für Argumente wird gegen die Impfung per se. Das ist natürlich bedauerlich. Da bin ich auch ganz bei Herrn Mertens. Das ist ein Vorgang, der einfach mehr als unglücklich ist. Der hätte so nicht passieren dürfen. Gut, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ich glaube, unsere Aufgabe ist einfach als Ärzte, Wissenschaftler, hier die Dinge sachlich zu betrachten. Und da kann man einfach nur sagen, es ist ein Impfstoff, der auch wie die anderen beiden zugelassenen Impfstoffe geprüft wurde, durch mehrere klinische Phasen geprüft wurde und eben verträglich ist und eben auch effizient ist. Und das ist, glaube ich, die Hauptbotschaft, die man auch aussenden sollte. Ich würde gerne nochmal auf die generelle Datengrundlage bei Impfstoffstudien generell vielleicht eingehen, denn ich denke, da könnte man auch noch etwas für Verständnis sorgen, denn wir haben jetzt gesagt, okay, für Ü65 haben wir jetzt bei AstraZeneca, sind die Daten nicht so gut, dass wir da eine definitive Aussage treffen können, aber wenn man jetzt von BioNTech zum Beispiel die Daten anguckt, ist es ja auch so, dass wenn man die höchste Altersgruppe nimmt, das ist glaube ich über 75, sieht das Konfidenzintervall, das Vertrauensintervall ähnlich schlecht aus, sage ich mal, also schließt die Null mit ein und ist riesig groß und vermittelt einfach eine Riesenunsicherheit in den Daten. Wieso ist jetzt eben quasi bei AstraZeneca gesagt worden, okay, 65 ist für uns so ein Cut, da empfehlen wir nur bis dahin, bei BioNTech aber zum Beispiel nicht in den ganz hohen Altersgruppen? Und wie ist die generelle Datengrundlage, wenn wir zum Beispiel Influenza-Impfstoffe uns anschauen oder andere, die eben in klinischen Studien geprüft werden, ist das eher vergleichbar mit dem, also mit dem Wert, sage ich mal, der BioNTech-Studien oder mit denen der AstraZeneca-Studien, also der Qualität der Daten? Das ist eine sehr komplizierte Frage, Herr Mertens. Also die Influenza-Impfung stellt uns immer vor ein ganz besonderes Problem. Bei der Influenza kommen ja mehrere Dinge zusammen. Wir haben einen Impfstoff, der muss immer, wie Sie wissen, aufgrund eben der Tatsache, dass es kein mRNA-Impfstoff ist derzeit, sondern ein Ei-basierter Impfstoff oder zellkulturbasierter Impfstoff, sehr früh im Jahr produziert werden. Und das endet ja im Sommer, ist ja die Produktion des Influenza-Impfstoffs für die nächste Saison abgeschlossen. Das führt dazu, dass man immer schon in die Saison reingeht und nicht ganz genau weiß, wie gut wird sozusagen das Matching, also das Passen zwischen den im Impfstoff vertretenen Antigenen und den kursierenden Influenza-Viren sein. Und dann kriegen Sie die Ergebnisse, ja, für die konkrete Wirksamkeit in einer Saison ja bedauerlicherweise erst mit einem erheblichen Abstand zu dem eigentlich zu der Abschluss der Saison oder am Ende der Saison die ersten Rechnungen dazu. Und da ist die Situation ganz besonders schwierig bei der Influenza-Impfung. Das muss man ganz klar sagen. Das ist so. Es gibt andere Impfstoffe, ich meine beliebig Hepatitis B-Impfstoff oder HPV-Impfstoff, wo dieses Problem so, sagen wir mal so,
bei dem Hepatitis B war es relativ einfach, da kann man das leicht machen. Beim HPV war es wiederum etwas schwieriger, weil sozusagen. Herr Mertens, vielleicht gehen wir nicht so tief. Parameter sehr lang ist. Okay. Vielleicht gehen wir nicht so tief in die einzelnen Impfstoffe rein. Mir ging es eher darum, was hat man denn da generell für Daten, zum Beispiel aus hohen Altersgruppen? Ich meine, das sind immer Risikogruppen, die man jetzt ja grundsätzlich nicht in klinische Studien vielleicht mit einschließen würde, genau wie Kinder ja auch. BioNTech hat das ja relativ viel gemacht, AstraZeneca jetzt nicht. Ist das eher der Klassiker, wie AstraZeneca es gemacht hat, oder eher wie BioNTech? Das kann ich so nicht. Also ich kann das so nicht sagen, weil bei den Impfstoffen gegen Influenza weiß man ja genau, dass die alten Menschen genau die Gruppe sind, die geschützt werden muss. Also so gibt es keine Studien bei Influenza, die jetzt nicht gerade viele alte Menschen einschließen, weil wir ja da sehr gut den Effekt kennen, dass die Alterung des Immunsystems da ganz offensichtlich auch eine Rolle spielt. Also so, ich weiß, vielleicht verstehe ich auch Ihre Frage nicht genau. Also prinzipiell muss man sagen, wenn wir mal die klinische Studienlandschaft per se betrachten, das tue ich jetzt auch mal als Hämato-Onkologe, dann wissen wir, dass einfach in den Altersgruppen über 80 sehr wenig Patienten rekrutiert werden können. Es gibt wenige Studien, die sich hier gerade diesem Kollektiv sehr systematisch nähern. Und ich denke, es wird auch hier ein bisschen mit zweierlei Maß gemessen. Wir haben jetzt nach nicht mal einem Jahr drei Impfstoffe zugelassen. Wenn Sie zu Beginn 2020 gefragt hätten, wie viele Virologen in Deutschland, Infektiologen in Deutschland vermutet hätten, dass wir in dieser Kürze der Zeit drei Impfstoffe haben, hätten sie wahrscheinlich einen sehr niedrigen Anteil an Positivantworten bekommen. Also von daher finde ich, ist das schon mal ein großer Erfolg. Und wie Sie auch sagen, BioNTech hat auch nicht massiv Personen in dieser ganz, ganz hohen Altersklasse, also ich sage mal unsere Prio-1-Gruppe über 80 eingeschlossen. Es gab, klar, es gab viele Personen, die älter als 55 waren, die auch älter als 65 waren, aber dann bröckelte es quasi. Und insgesamt haben wir natürlich auch Daten. BioNTech ja, ist schon so ein bisschen, was das Design angeht, da ein Musterknabe gewesen. AstraZeneca hat, letztendlich sehen wir hier gepoolte Daten aus 4 Studien. Die EMA hat 2 Studien zugrunde gelegt. Das ist die UK-Studie und die brasilianische Studie. Wir haben alle die Diskussion mitverfolgt, was sozusagen die Dosen angeht. Das ist da auch ein wenig im Verfahren, wie man Viruspartikel misst pro Injektion. Ein wenig, würde Herr Spahn sagen, es war ein wenig holprig auf dem Weg. Trotzdem, zum Schluss sehe ich das positiv. Zum Schluss haben wir jetzt ein Produkt, was zugelassen ist und was wir verimpfen können. Das ist einfach die Sicht des Arztes, der an der Front steht und der weiß, wie viele Patienten ihn täglich fragen, wann sie geimpft werden können. Herr Mertens, aber wie kommt es, dass Sie bei BioNTech zum Beispiel nicht gesagt haben, über 75 können wir keine Empfehlung aussprechen? Die Frage würde ich gerne nochmal zurückgeben. Also man hat bei BioNTech ja überhaupt keine Tendenz gesehen, wenn man sich das über die Altersgruppen ansieht. Das ist ein wichtiges Argument. Ja. Und außerdem, wenn man so will, also ich sage das ungern, aber muss man auch bei Studien ein gewisses Glück haben. Denn es kommt ja nicht nur darauf an, auf die Anzahl der Studienteilnehmer, sondern es kommt auch auf die Anzahl der Infektionen in den Kontrollgruppen an. Das ist ja auch der zweite Parameter, der sozusagen. Und wenn Sie sehr viel Glück haben, können Sie auch mit einer relativ kleinen Probandenanzahl ein relativ gutes Ergebnis bekommen. Verstehen Sie? Also es gibt ja nicht nur den Parameter des Einschlusses, sondern es gibt auch den Parameter letztendlich, wie häufig ist denn das Zielereignis wirklich eingetreten. Ja, und das muss man gemeinsam sehen. Also, aber wir haben bei BioNTech und auch übrigens bei Moderna, also ich würde da gar keinen Unterschied machen zwischen den beiden Impfstoffen. Genau. Im Gegenteil, ja. Bei Moderna war es aus unserer Sicht sogar noch ein bisschen leichter, die Studien zu bewerten, von der Aufbereitung her. Also jedenfalls, da gab es keinen Hinweis darauf, dass es so ein Absinken in die ältere Arbeitsgruppe gibt. Und ich sage es aber nochmal, ich sage es ein letztes Mal.
wir haben nicht die Qualität des Impfstoffes bewertet, sondern wir bewerten die Qualität der Daten. Und wenn überhaupt leise Kritik angesagt ist, dann nicht an dem Impfstoff, sondern an den Studien. Und Herr Kollege Wendner hat das ja eigentlich auch durch die Blume gesagt, und das kann ich nur bestätigen. Die AstraZeneca-Studie war insgesamt etwas unordentlicher, weil einfach auch in einzelnen Studien die Studienparameter gewechselt worden sind. Also so, da sind noch ein paar Dinge hinzugekommen, die, sagen wir mal, insgesamt das etwas schwieriger gemacht hat bei der Bewertung. So kann man es vielleicht sagen. Mhm. Herr Wendner, jetzt haben wir heute auch noch Ergebnisse zu anderen Studien gesehen, zu anderen Impfstoffen, Entschuldigung, aus anderen Studien. Novavax hat noch irgendwie eine Pressemitteilung veröffentlicht und Johnson & Johnson hat jetzt auch noch mal kurz vor knapp Daten zu einem Vektorimpfstoff nachgeliefert. Wie sehen Sie die? Und hier schreibt jemand, ich habe selber nicht nachvollzogen, dass die Wirksamkeiten in Studien in Südafrika da nicht so richtig gut waren. Wie bewerten Sie die Ergebnisse für diese anderen Impfstoffe jetzt, abgesehen von AstraZeneca? Mhm. Ja, genau. Also die beiden erwähnten Studien sind ja auch sehr, sehr frisch veröffentlicht. Insgesamt gibt es auch hier eine Effizienz im Bereich von 60-65%. Und der eine Impfstoff hat den Vorteil, dass er nur einmal appliziert werden muss. Allerdings hat man dann gesehen, wenn man nur einmal impft, dass es eben in dem Kollektiv mit der südafrikanischen Variante, beziehungsweise in dem Gebiet, wo man geimpft hat, ist ja geografisch definiert, man hat ja nicht selektiert nach Mutanten, dass es da eine bisschen geringere Effizienz gibt. Das ist mal ein Hinweis. Ob das wirklich quasi ganz belachbare Daten sind, das sei mal dahingestellt. Da wäre ich noch sehr, sehr vorsichtig, hier große Schlussfolgerungen zu ziehen, nicht? Also nur weil in Brasilien oder Südafrika Studien gelaufen sind und die Effizienz dort niedriger ist, gleich den Schluss zu ziehen, es wirkt nicht bei der südafrikanischen und brasilianischen Variante, ist ein bisschen dünn. Da müssen wir, glaube ich, noch sehr viel mehr Daten sehen. Das würde ich auch gerne nochmal mit Daten aus dem Labor gefestigt sehen, solche Daten. Aber insgesamt, um Ihre Frage zu beantworten, diese vektorbasierten Impfstoffe, darum geht es ja auch, haben eine sehr ähnliche Effizienz in den ersten Datenvergleichen, wenn man sozusagen Trials miteinander jetzt mal sich anschaut. Ich bin mal sehr gespannt, ob das mit der einen Impfung überhaupt noch Bestand haben wird, wenn es zur Zulassung kommt. Denn ich meine, man muss ja auch bedenken, welcher Zeitraum da überblickt worden ist. Das kommt ja noch hinzu. Das sind, wenn ich das jetzt richtig aus dem Kopf sehe, 57 Tage letztendlich. Und das ist natürlich auch kein übermäßig langer Zeitraum. Also das ist wirklich der eine Punkt, den man auch noch bedenken muss. Und ich bin mal gespannt, wie das dann an der Front weitergeht. Also war ja auch so bei AstraZeneca, wenn ich das kurz ergänzen darf, dass man auch zunächst bei einer UK-1-Studie von einer Einmalimpfung ausgegangen ist. Und es ist ja im Rahmen eines Amendments dann die zweite Impfung dazugekommen. Und so sehe ich es auch, man wird auch da bei Johnson & Johnson vielleicht nochmal gucken, ob man nicht vielleicht doch mit einem Boost nochmal die Effizienz nach oben schrauben kann. Also ich glaube, das ist noch offen, die Frage. Also das heißt, es ist zu befürchten, dass nach einer Impfung, nach einem Shot, wie es jetzt bei Johnson & Johnson getestet wurde, die Wirksamkeit sonst zu schnell nachlässt? Also es gibt zumindest Analogieschlüsse, wenn wir uns BNT 162 B2 anschauen, war es ja auch so. Wir haben, glaube ich, die 52-53% nach einem Shot. Und nach zwei Shots haben wir die 94-95%. Bei dem AstraZeneca-Impfstoff sehr ähnliches Spiel, das man amended hat, weil man gesehen hat, es wird noch besser. Und vielleicht ist auch diese Entwicklung bei dem Johnson-Johnson-Impfstoff dann noch zu sehen. Müssen wir abwarten. Ja, da gibt es auch Labordaten, ja gerade bei dem mRNA-Impfstoff, den erwähnten, dass eben nicht nur die Schutz da ist, sondern da muss man natürlich auch mal auf die Antikörper Bildung schauen und die liegt eben bei nach einem Shot ungefähr um den Faktor 10 bis 20 niedriger als nach dem zweiten Shot. Ja. Das ist natürlich auch, wenn wir jetzt mal an Hepatitis B-Impfstoff denken und an die ja relativ parallele Kinetik, ist das auch ein wichtiger Punkt. Außerdem muss man noch mal eins sagen, das ist auch ein wichtiger Punkt, unterstützt ja das, was Sie gesagt haben. Wir müssen jetzt ja alle noch sehen, was in der Real World sozusagen an Effektivität bei all den jetzt eingesetzten Impfstoffen wieder rauskommt. Und ich bin sehr gespannt, wenn die sozusagen angekündigten Daten aus Israel mal als Review
gereviewtes Papier erscheinen hoffentlich bald. Vielleicht daran anknüpfend an diese One-Shot- und Zwei-Shot-Debatte, haben Sie denn in der STIKO auch die bessere Wirksamkeit bei halber erster Impfdosis bei AstraZeneca in dem UK-Arm diskutiert? Also inwiefern, das war ja diese Half-Dose und Full-Dose als zweites, haben Sie das diskutiert in der STIKO? Ja, natürlich, intensiv. Und was ist dabei rausgekommen? Sie haben nicht nur die STIKO, keiner glaubt, glaube ich, mehr, dass das überhaupt was mit der halben Dosis zu tun hat. Das war einfach Der was? Können Sie das nochmal wiederholen? Jetzt höre ich Sie gerade irgendwie nicht mehr. Herr Wendner, hören Sie Herrn Mertens noch? Nein. Gerade nicht? Können Sie nochmal neu laden? Vielleicht ja, jetzt. Ja. Können Sie den letzten Satz nochmal wiederholen? Ja, ich glaube, dass kein Mensch mehr glaubt, dass es was mit der halben Dosis zu tun hat, sondern dass es letztendlich ein Effekt von Abständen zwischen den Impfstoffen war. Und das ist ja wirklich auffällig bei diesem Impfstoff, dass da tatsächlich der verlängerte Abstand zwischen den beiden Dosen zu einem besseren Effekt geführt hat, bezogen auf den AstraZeneca-Impfstoff. Vielleicht, wir sind nämlich schon 5 Minuten über der eigentlich veranschlagten Zeit, vielleicht darf ich auch verabschieden. Sie haben gerade schon gehört, dass Ihre Kollegen schon hier sozusagen klingeln. Ja, kein Problem. Vielleicht noch eine ganz kurze Schlussfrage. Welche Daten erhoffen Sie sich denn jetzt? Einerseits Real World und also Auf was dürfen wir da hoffen, was jetzt da kommt und was über den Sommer? Ich hoffe, wir bald Real-World-Daten von allen Impfstoffen, die jetzt im Gebrauch sind. Das müsste ja auch relativ leicht zu machen sein, wenn die Studien gut angelegt werden, ad 1. Und ich erhoffe mir durchaus zweite neue Daten aus laufenden Studien zum AstraZeneca-Impfstoff, damit man sozusagen unter Umständen auch diese jetzt im Augenblick gegebene Einschränkung entfernen kann. Und ich kann Ihnen nur abschließend sagen, die STIKO wäre ja mehr als happy. Ja, jetzt höre ich es wieder. Jetzt gerade nicht. Jetzt nochmal. Gut. Herr Mertens, verabschieden Sie sich, kein Problem. Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Wendner, bleiben Sie nochmal ganz kurz drin. Dann verabschieden wir kurz. Tschüss, Herr Mertens. Danke. Wie mache ich denn das jetzt aus, um Gottes Willen? Sie können, ja, sehr gut. Wann kommen denn Daten aus Deutschland? Wissen Sie das? Wie erforschen wir gerade, wie gut die Impfstoffe hier in Deutschland wirken? Also wie wird dann? Genau, da gibt es ja auch große Erfassungen in Deutschland, auch in München. Ich nenne mal hier Herrn Professor Hölscher von der LMU, der dort bestimmt federführend auch das in Bayern betreibt und darüber hinaus natürlich auch noch weitere neue Impfstoffe, Stichwort CureVac, testet. Aber wie Herr Mertens schon sagte, wir werden einfach noch Real-World-Daten brauchen. Wir brauchen Daten, angefangen auch klinische Daten von der Toxizität. Die Effizienz, Israel ist ja ein gewisses Modell. Das ist ein Land, sehr gut aufgestellt, sehr strukturiert mit einer umschriebenen Bevölkerung, welche sehr früh geimpft hatte. Und da ist zum Beispiel schon, sind die ersten Analysen raus, dass wirklich die Effizienz von 95% auch zu sehen ist. Das ist sehr erfreulich. Gut, was natürlich interessiert, wir hatten die sterilisierende Immunität kurz angesprochen. Wissenschaftlich ist das interessant, wie weit wirklich auch die Geimpften, die sich natürlich primär vor der Erkrankung per se schützen durch die Impfung, auch nicht als Transmitter als in einer Infektionskette dann fungieren, also das Spreading auch wirklich effizient unterbrochen wird. Und gut, der Kliniker wünscht sich natürlich zum Schluss auch, dass durch die Impfung ein sichtbarer Effekt auf die Zahl der Neuinfektionen, der Inzidenzen auch möglichst zeitnah zu sehen ist und das wird natürlich auch zu korrelieren sein. Vielen, vielen Dank, Herr Wendner. Das wollte ich noch einmal kurz als Schlusswort Ihnen noch gönnen. Vielen, vielen Dank, dass Sie da teilgenommen haben an unserem Pressbriefing. Herr Mertens ist schon weg, aber für die JournalistInnen da draußen, wir werden das natürlich auch wieder transkribieren und die Videoaufzeichnung zur Verfügung stellen auf unserer Website, so schnell es eben geht. Jetzt haben wir eigentlich schon 19 Uhr, aber wir beeilen uns, dass Sie das auch als Transkript bekommen können. Vielen Dank, Herr Wendner. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende schon mal und erholsame Tage hoffentlich. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.